Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda A Link to the Past weiter. Und bevor wir irgendwas anderes unternehmen, machen wir erstmal die Krüge hier kaputt, werfen Sahasrara einen davon an den Kopf und machen die komische Wand hier oben kaputt. Denn hier kann man eindeutig eine Bombe platzieren. Blups. So, was haben wir denn hier? Aha, mehr Bomben. Aha, Rubine. Aha, mehr Rubine. Okay. Ich bin froh, glücklich und zufrieden und mache mich jetzt auf. Ich soll das Amulett des Mutes erringen. Ob es mir gelingen wird, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. So, hier sind übrigens jede Menge Pfade und so, die man gehen könnte und jede Menge Gegner, die man besiegen könnte und bla bla bla. Und man kann sich hier übrigens auch wunderprächtig verlaufen, wie ich gerade mal so feststelle. Aber theoretisch... Lass mich in Ruhe. Nee, geh weg. Geh weg. Ihr stinkt. Geh weg. Sind das eigentlich Amos-Ritter, die ich hier gerade platt mache? Ich glaube, oder? Bing. Haha. Ich glaube, so hießen die. Hui. Dem hier kann ich einfach mal so entrinnen. Und hier kann ich einfach mal so hoch. Und wenn ich dann da hinten mal so schaue und so... Au. Dann müsste ich doch irgendwie... Ich kann nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ha. Hi. Hu. Ich hau dir die ganze Zeit in den Rücken. Tut mir ja fast in der Seele weh, aber nur fast... Ist hier unten noch irgendetwas eigentlich? Nö, oder? Das sieht so interessant aus hier, der Weg. Warum bin ich diesen Weg noch nie gegangen? In seiner formvollendeten Form. Das sieht wirklich hübsch aus. Ach, das ist der Weg, wo man dann... Aha. Okay, das erklärt vieles. Zum Beispiel auch, warum ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass es keine weiteren großartigen Geheimnisse hier in diesem Bereich gibt. Aber na gut. Man kann ja trotzdem zumindest mal gucken, ne? So, was haben wir jetzt hier? Einen wunderschönen Palasteingang mit wundervollen Adlergötzen oder so. Oder beziehungsweise... Nee, Moment. Was ist das hier für euch? Also für mich im ersten Moment sah es so aus, als wäre das ein Schnabel da vorne. Aber im zweiten Moment ist das eher irgendwie so eine Art Monster mit einer Schweinsnase, oder? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr da seht. Würde mich interessieren. So, und das hier sind irgendwelche, weiß ich nicht, Dämonen oder so. Kein Schimmer, was es darstellen soll. Das sind irgendwelche Viecher. Hallo? Irgendwer? Oder so? Na gut, okay. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Musik hier sehr schön ist. Habt ihr vielleicht gemerkt. Oder so. Fängt sehr langsam an und steigert sich ziemlich gut. Also nicht. Ich mag die Dungeon-Musik eigentlich hier in A Link to the Past. So, direkt zu Beginn können wir hier uns für drei Routen entscheiden. Das hier scheint keine so gute Route zu sein. Drum gehen wir einfach mal... Woanders entlang, das scheint auch keine gute Route zu sein. Mensch, das lohnt sich ja total, hier mal überall gucken zu gehen und so. Ja, dann nehmen wir halt den Weg hier in der Mitte und machen erstmal diese komischen Viecher kaputt, die irgendwas darstellen sollen. Und treten auf diese versteckte Bodenplatte, die man absolut unter gar keinen Umständen gesehen hat. Yay, es ist so herrlich. Hilfe! Kanonenkugeln, die einfach so durch die Gegend gefeuert werden. Warum eigentlich? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wer spuckt die da die ganze Zeit aus? Das ist ein sehr ausgeklügelter Mechanismus. Offensichtlich. Yay! Oh, man wird hier reich in diesem Dungeon. Generell ist es, glaube ich, relativ einfach, hier in The Legend of Zelda A Link to the Past reich zu werden. Wir werden zwar hier und da immer mal wieder Rubine benötigen. Für das eine oder andere Minispiel oder für die eine oder andere interessante Aktivität. Aber, ja. Ich glaube, großartig Geldprobleme werden wir jetzt nicht unbedingt häufig bekommen. So. Das hier wäre eine Möglichkeit. Ich könnte rechts entlang gehen. Oder ich könnte offensichtlich links entlang gehen. Ich gehe mal zuerst rechts entlang. Auch wenn ich es gerade nicht mal weiß. Ich habe keine Ahnung, was der bessere Weg ist. Mehr Gegner. Okay. Komische Schlangen, was auch immer, Wurmwesen. Komische... Skelette.
Das sind noch nicht die Starforce-Krieger übrigens. Das sind einfach nur Wald- und Wiesenskelette, die hier ein bisschen durch die Gegend hüpfen können. Finden die ganz witzig oder so. Weiß auch nicht. Interessant. Das hier ist übrigens eine Todesfee. Diese komische Totenschädel mit den roten Dingsters um sich herum. Auf normalem Wege kann man das Vieh nicht töten, aber wir bekommen da später noch die Gelegenheit zu. Du hast die Karte. Drücke X um Blub. So, das hier ist der gesamte Dungeon, aufgeteilt in zwei Stockwerke. Ist gar nicht mal so monströs, ne? Geht eigentlich. Ja, geht, geht. Kann man sich einigermaßen merken, wie das Ganze hier so zusammenhängt, eventuell. Dort unten ist übrigens nix. Bin mir zumindest ziemlich sicher. Vielleicht bin ich jetzt an irgendeinem Geheimnis vorbeigerannt oder so, aber ich glaube nicht, dass da irgendetwas Großartiges ist. So, war dann also schon mal ganz richtig, dass ich nach rechts gegangen bin. Dann versuchen wir es doch jetzt einfach mal spaßeshalber auch, indem wir hier nach links gehen. Oh ja, mehr Skelette, die sich uns hier in den Weg stellen. Das sind übrigens noch die Harmlosen. Die machen wirklich eigentlich nichts weiter als ja mein Schwerthieben ausweichen, was sie verhältnismäßig sogar geschickt anstellen. Muss man ihnen durchaus lassen. Später gibt es aber noch eine Sorte, die auch... etwas wirft. Und das ist dann ein bisschen fies. So, ein sehr schöner Raum, oder? Diese wundervollen Skelette dort unten am Boden, die verdeutlichen mal ganz schnell, dass hier der ein oder andere Abenteurer auf schändliche Art und Weise sein Leben verloren hat. Wobei eigentlich sieht mehr so aus, als wären das keine menschlichen Skelette, sondern von Tieren. Aber vielleicht kommt es auch mit mir so vor. Ich hätte es eher als, allein von der Schädelform, ich hätte es eher für ein Tier gehalten, was hier in mehrfacher Abfolge gestorben ist. Aber na gut. Wer bin ich schon, dass ich das beurteilen kann? Yay, du hast den Kompass gefunden. Dann kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Richtig. Denn wenn ich jetzt auf die Karte gucke, sehe ich nicht nur... Weiß ich nicht. Hat man die Truhe, die große Truhe schon gesehen vorher? Bin mir unschlüssig. Egal, jedenfalls sehen wir auch anhand des Totenschädels, wo der Boss dieses Dungeons so steht, herumsteht, herumkreucht. Iring, ich bin es, der Dorfälteste Sasrala. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Okay. Wie hat Sahasrala diese Steintafel hier angebracht? Oder ist es mehr so eine... Ich glaube mehr, das ist so ein... Man drückt wahrscheinlich auf dieses Dreieck drauf und dann ist es so ähnlich wie eine Fernsprecheinrichtung oder so. So Push-to-Talk oder irgendwie sowas in der Art. Können wir uns mal das vorstellen. Na gut. Interessanter Mechanismus. Oh, guck mal, ein komisches Dings da. Ups. Ah, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Und ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Yay, eine große Truhe. Oh, ist die geil. Was, verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Oh, so ein Mist. Na gut. Großer Schlüssel wird sich ja wohl irgendwo auftreiben lassen. Hoffe ich mal. Vermute ich mal. Und auch dich hier. Kann ich natürlich auf einfache Art und Weise genauso besiegen. Hahaha. So. Dup-di-dup-di-dup-dup-dup-dup. Solche Effekte werden wir übrigens noch häufiger sehen. Also wo mit verschiedenen Ebenen gearbeitet wird. Innerhalb desselben Raumes. Insbesondere im allerletzten Dungeon. Oder, ja, im allerletzten Dungeon. Also, ja, ihr wisst es vielleicht, was ich meine. Ich wollte da rein. Danke. Wollte nur in die Tür. So, hier ist bestimmt irgendwas Tolles zu finden. Oder auch nicht. Na gut, wir sind in jedem Fall Gegner. Blups. Die ich allesamt besiegen kann. Oh, guck mal. Ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Ich glaube, der wird noch wichtig. Ja. Anders als noch im allerersten Zelda, war es dann hier so, dass die Schlüssel, meines Wissens nach zumindest, auch wirklich nur für den jeweiligen Dungeon galten. Also ich könnte jetzt diesen Schlüssel nicht in irgendeinen anderen Dungeon mitnehmen, wenn ich ihn jetzt zufälligerweise noch übrig behalten sollte. Aber es ist sowieso ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich, innerhalb dieses Spiels irgendwelche Schlüssel überzubehalten. Es gibt höchstens einen Dungeon, der ist ein bisschen komisch. Eventuell kann man es da schaffen, einen Schlüssel überzubehalten, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Werden wir dann vielleicht mal sehen, wenn wir dann da sind.
So, diese ollen Feen, Todesfeen, die sind total gut drauf und denken sich so, Mensch, wir umkreisen mal dieses Dings da. Aus welchen Gründen auch immer. Scheint verhältnismäßig wichtig für die zu sein. Naja, nehmen wir dann mal so hin. Ups. Okay. Auch dich hier einfach mal besiegen. Und zack, die Todesfeen verabschieden sich von ihrem Krug. Und wir können ihn unter die Lupe nehmen. Und finden einen Schalter. Und finden eine Truhe. Und finden den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen. Bla bla bla. Genau. Haut doch mal ab, ihr Lieben. Ich hab gesagt, ihr sollt abhauen. Das ist ja ekelhaft. Hilfe? Ja toll, es sind drei da oben. Haut ihr auch noch richtig ab? Okay. Bei einer traue ich mich. Ah, wundervoll. Man kommt hier auch tatsächlich so durch. Das ist ja herzallerliebst. Und ihr seht, dieser Dungeon ist total logisch und toll aufgebaut. So dass wir dann direkt wieder hier rauskommen. Und dann direkt im nächsten Moment die große Truhe öffnen können. Yay. Mit unserem wundervollen Schlüssel. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist die Tatsache, wenn man die Räume verlässt, dass die Gegner dann wiederkommen. Aber naja. Du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Yeah, piu piu. Oh. Wie, wo, was? Hilfe, wo kommt ihr denn her? Was seid ihr denn für welche? Geh weg, ich mag euch nicht. Schrecklich, 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 schlimm. Und so weiter und so fort. Und da hauen sie auch direkt wieder ab. Was sollte das? Man weiß es nicht. Ups. Ah, Pfeile funktionieren. Pfeile funktionieren ganz wunderprächtig. Pfeile sind genauso kraftvoll wie ein Tonkrug. Gut zu wissen. So, hier könnte ich jetzt durchgehen. Ich könnte aber gleichzeitig auch mich hier reinfallen lassen in diese komischen Dinger. Und dann einfach mal in diesem Geheimraum landen, wo ein paar Feen hier Unwesen treiben. Aber da wir ja schon ja, in unseren beiden Flaschen zwei Feen mit uns herumführen, brauchen wir jetzt nicht wirklich noch weitere Feen fangen oder so. Das versteht sich dann ja von selbst. Ist aber ein netter kleiner Bonusraum. Gut, ja, dann geht es hier direkt weiter. Und wir müssen mal gucken. Genau, dass wir die hier ja, entsprechend gut kaputt bekommen. Ist ein bisschen doof, dass man hier nicht so viel sieht, ne? Es werde Licht. Geht's mir doch gleich viel besser, wenn ich das hier so sehe. Die Dumm. Oh, danke für den Schlüssel. Mein lieber kleiner Kamerad. Okay. Und bevor wir nach links weitergehen. Ich weiß noch, dass hier rechts ein wundervoller Geheimraum war. Yay, ein wundervoller Geheimraum mit wundervollen Todesfäden. Die aber zum Glück mich ein bisschen in Ruhe lassen, wenn ich ihnen aus dem Weg gehe. Und schon wieder. Wir sind unfassbar reich. Über 500 Rubine. Das ist so. Es ist so bekloppt. Eine größere Geldbörse oder so gibt es in diesem Spiel übrigens nicht. Also, ich werde mit meinem Limit von 999 Rubinen auskommen müssen. Das ist jetzt eigentlich okay, aber irgendwie, naja. So, Schalter gefunden. Alles klar. Alles in Ordnung. Und, weiter geht's. Oh. Ups. Mehr Feinde, die mir ans Leder wollen. So, möchtest du auch was? Ja? Hier, kriegst du was. Voll ins Auge. Damit hast du nicht gerechnet, was? So, ja, nicht alle Schalter davon sind echt. Nur der untere hier, der war das Zünglein an der Waage. Auch ein sehr schöner Raum. Hilfe! Wo war denn? Nein, hier nicht, da nicht, dort nicht. Welcher Schalter ist der richtige? Au! Es war oben links, natürlich der letzte, den ich ausprobiere. Ach so, herrlich. Gut, das Symbol, was wir dort unter dem roten Typi erahnen können, weist uns darauf hin, dass wir relativ nah am Boss sind. Und, genau. Der rote Typi selber ist natürlich mal wieder eine kleine Besonderheit. Denn er ist eine stärkere Version seiner grünen Kollegen. Und der hier lässt sich auch wirklich nur durch massiven Pfeilbeschuss in die Knie zwingen. Krüger haben da absolut nicht mehr geholfen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Boah, das war ein schöner Schlag. Ups, ja toll, das war... Sehr intelligent. In Sicherheit. Ups. Okay, besiegt. Ups. Ups. Besiegt. Dankeschön. Okay.
wie oft man Rätsel dann auch tatsächlich einfach dadurch lösen kann, dass man alle Feinde in dem jeweiligen Raum besiegt. Das ist ein Element, was sich immer wieder durch die Zelda-Spiele zieht und auch durch diverse andere Spiele. Aber ich möchte fast meinen, Zelda hat es erfunden. Bin mir nicht sicher, aber Zelda könnte es erfunden haben. So, wir gehen durch die Tür. Und... oh mein Gott! Boss-Time! Und zwar gleich gegen 6 unfassbare Ritter, die ich allesamt auf verschiedenen Wege besiegen kann. Ich kann sie mit Schwerthieben besiegen oder treffen. Ihr seht selber, also das verursacht Schaden, offenkundig. Aber effektiver ist es natürlich, wenn ich... ja... wenn ich... meine Pfeile benutze. Denn immerhin, ja, das ist Dungeon-Item, ne? Das sollte man noch annehmen, dass es eine gute Idee wäre, wenn man die hier so ein ganz klein bisschen ausprobiert. So, da habe ich auch gleich mal ganz gut Schaden verursacht. Da können sie noch so viel rumhüpfen. Bam. Bam. Können sie noch so viel rumhüpfen? Halten doch verhältnismäßig viel aus. So, und beim letzten, ja, der wird dann ein bisschen Amok-mäßig und so. Du hast meine Brüder kaputt gemacht. Dafür werde ich dich bestrafen. So oder so ähnlich. Na gut. Wenn du der Meinung bist, dass das so ist, dann ist das halt so. Yay, und da habe ich ihn besiegt. Und yay, da bekomme ich den Herzcontainer. Und yay, da bekomme ich... es ist auf den Boden gefallen. Klirr, kaputt. Game over. Nein. Zum Glück ist das Ding aus widerstandsfähigem Material. Kunststoff oder so. Und wir bekommen unser allererstes wundervolles Amulett. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sasrala. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Das ist unfassbar. Ja, unfassbar. Und da ist der erste Dungeon auch schon dahin. Mensch, ist mir ja gar nicht mehr gewohnt, ne? Also zum einen, dass ich so schnell spiele, zum anderen, dass es in einem Spiel auch so schnell zugeht. In anderen Zelda-Spielen, da wären wir jetzt erstmal eine Stunde oder so mit so einem Dungeon beschäftigt gewesen. Ich meine, okay, es war der allererste Dungeon, aber trotzdem. Das ging recht flott. Hi. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Naja, so höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die 7 Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun Hering, ich glaube an dich. Ja, toi toi toi, wird schon werden. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weitervererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Yay! Hui! Hui mit H. Also mit H am Ende. Die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wieder Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Hab zuerst Stempeln gelesen. Halt dazu den A-Knopf eine Weile gedrückt. In einer der Höhlen östlich des Hylia-Sees ist etwas Nützliches versteckt. Aha. In einer der Höhlen östlich. Ja, ja. Okay. Östlich des Hylia-Sees. So. Wir haben... Whee! Die Pegasus-Schuhe. Und sehen gleich mal wieder einen netten kleinen... naja. Mein Kopf fliegt einmal quer durch die Laterne durch. Und durch den Fackelschein. Sieht ein bisschen seltsam aus. Aber na gut. Okay. Erstes Amulett gefunden? Ja, wir haben richtig coole Items und so. Uns geht's eigentlich ganz gut. Wir können unser Abenteuer fortsetzen. Gewissermaßen. Also, noch ein bisschen. Wir verlassen mal kurz das Gebiet hier. Und dann... naja, wir könnten jetzt dem Ratschlag von Sasrala folgen. Und erstmal dieses Dings da östlich des Hylia-Sees unter die Lupe nehmen. Ich halte das eigentlich auch für eine verhältnismäßig gute Idee. Kann man so machen, muss man nicht machen, aber ich glaube, wir machen es einfach mal an der Stelle trotzdem. Düp, 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 düp. Wey. Wey. Und ich bin gerade nur am Überlegen, ob ich vielleicht auch schon in den Nordosten von Hyrule gehen kann. Oder ob das ein bisschen...
Wie hat der sich denn gerade umgeguckt? Hä, wo ist er hin? Hab ihn verloren. Ja. Ob wir auch in den Nordosten von Hyrule gehen könnten, wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Ob ich da auch zuerst hingehen will? Kann aber auch sein, dass ich da noch gar nicht weiterkomme, weil mir das Item aus dem zweiten Dungeon da noch fehlt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mich für irgendeine Route entscheiden, jetzt und in Zukunft jedenfalls. Und dann setzen wir unser Abenteuer beim nächsten Mal einfach fort. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.